I am the Jochen and this is the Frühsport-Spezial zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Beijing. Ni hao. Ja, herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil meiner kleinen Vorschau-Reihe vor Beginn der Olympischen Spiele. Gerade rechtzeitig am Tag der Eröffnungsfeier geht das hier noch online. Es fehlen uns noch vier Schneesportarten, und zwar die nordischen Sportarten und Biathlon. Man könnte also sagen, heute gibt es hier eine nordische Weiße wegen Schnee mit Schuss wegen Biathlon. Ja. Ich finde es okay. Gucken wir uns mal durch diese vier Sportarten. Da sind ja einige Publikumslieblinge dabei. Also Skispringen und Biathlon sind ja seit eh und je Sportarten, wo in Deutschland der Fernseher an ist. Selbst bei meinen Eltern, wo die Essenszeiten heilig sind. Das heißt, Mittag gibt es um 12:30. Außer es läuft Biathlon, dann kann sich auch gerne mal verschieben. Grüße nach Hause an dieser Stelle. Ja, es ist einfach ein Trend. Wobei man sagen muss, im Biathlon sind die deutschen Hoffnungen in diesem Jahr nicht mehr ganz so groß. Wir fangen mit Biathlon einfach mal an, dann machen wir Ski, Langlauf, Skispringen und die nordische Kombination hinten dran. Das habe ich gerade vergessen zu sagen, wieso der Ablauf sein soll. Also Biathlon gehen wir mal rein. Die Sportart an sich ist natürlich auch eine durchaus faszinierende. Also es ist ein Wettrennen, so ähnlich wie bei vielen anderen Disziplinen ja auch. Aber es gibt eben diesen Kniff, dass zwischendrin geschossen werden muss. Und wenn man die Zielscheiben nicht trifft, dann droht eine sofortige Strafe. Sei es in Form von Strafminuten, die aufaddiert werden, das ist bei den langen Strecken vor allem der Fall, oder auch sei es in Form von Strafrunden, die man laufen muss. Das kostet natürlich auch Zeit. Das heißt, wer in Führung liegt und schießt dann einfach fehlerhaft, der muss dann Strafrunden laufen und verliert dadurch wieder an Boden und die anderen können vorbeigehen. Das ist das Reizvolle daran, dass es eben ständig Führungswechsel gibt im Biathlon. Das hat man zum Beispiel jetzt nicht so, wenn man jetzt einfach ein normales Langlaufrennen oder auch Leichtathletik bei einem Marathon oder so. Klar gibt es Aufführungswechsel, aber eben nicht so plötzlich wie im Biathlon, wo wirklich bei jeder Schießeinlage was passieren kann. Es gibt im Biathlon völlig verschiedene Unterdisziplinen, möchte ich es mal nennen. Grundsätzlich gilt immer, es wird auf Skiern losgelaufen, in der Langlaufloipe und dann wird irgendwann geschossen. So, das ist so der Standard. Und das allerdings variiert in Länge und Art der Durchführung. Das Erste, was es gibt, ist der Sprint. Die Frauen 7,5 Kilometer, die Männer 10 Kilometer. Es wird dazwischen zweimal geschossen und dann ist gut. Das geht ratzefatz und die, im Ziel gibt es dann eben Sieger. Fertig. An den Sprint schließt sich dann immer an ein Verfolgungsrennen. Das findet dann meistens ein, zwei Tage später statt. Bei Olympia sind es jetzt sogar, das sind sogar 6 Tage später. Da wird in der Reihenfolge des Sprintklassements dann losgelaufen. Das heißt, der Sprintsieger, die Sprintsiegerin startet als erstes und die anderen starten dann zeitversetzt in den Abständen, die sie aus dem Sprintrennen mitgenommen haben. Es wird quasi fortgesetzt, das Sprintrennen. Dann allerdings mit 4 Schießeinlagen und einer längeren Strecke, die dann ansteht. 12,5 Kilometer die Männer, 10 Kilometer die Frauen. Und da ist dann eben die Situation ein bisschen eine andere. Beim normalen Sprintrennen wird nacheinander gestartet. Ja, immer so alle paar, startet dabei, bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube 30 Sekunden, kommt der nächste los und dann der nächste und der nächste. Und habe die Zeit genommen und dann im Ziel wird geguckt, wer war am schnellsten. Im Verfolgungsrennen weiß man, dass immer die Person, die vorne liegt, auch wirklich führt im Wettbewerb. Das ist das Reizvolle daran natürlich. Und wenn die überholt wird, dann führt eben jemand anders. Und das weiß man im Sprintrennen eben nicht unterwegs, weil man dann einfach abwarten muss, da kommen noch 20 und dann müssen wir erstmal gucken, was die noch für Zeiten bringen. Also zum Zugucken spannender ist natürlich die Verfolgung, wenngleich ich die immer schon so ein kleines bisschen unfair finde, weil ich denke, wer im Sprintrennen das vergurkt, der hat in der Verfolgung eigentlich schon kaum eine Chance mehr. Aber gut, es ist Tradition, es wird beides ausgetragen werden. Dann gibt es die Einzelrennen über die lange Strecke. Das ist wirklich brutal. Da laufen die Frauen 15 Kilometer und die Männer 20 Kilometer. Das ist schon üppig. Dazwischen wird dann auch 4-mal geschossen. Und hier gibt es im Gegensatz zu den kürzeren Strecken keine Strafrunden, sondern es gibt hier immer eine Strafminute pro Fehlschuss. Das heißt, wenn ich wirklich mal an, sind immer 5 Scheiben. Es wird immer, wenn 4-mal geschossen wird, wird geschossen 2-mal im Liegen und 2-mal im Stehen. Wenn 2-mal geschossen wird, jeweils 1-mal pro Stellung. Und das heißt, wenn ich wirklich jetzt mal eine Schießanlage völlig verziehe und hau da 4 nebendran von den 5 und kriege 4 Minuten extra drauf, das hole ich nie im Leben nicht mehr auf, wenn ich vorne in den Medaillenrängen landen will. Das ist aber eben der Reiz, wie schon erwähnt im Biathlon. Es kann mit einem Schießen innerhalb von wenigen Sekunden alles vorbei sein oder man kann unglaublich viel Boden gut machen. Was gibt es noch? Es gibt noch Staffelrennen. Einmal bei den Herren 4 Läufer, einmal bei den Damen 4 Läuferinnen. Und dann gibt es noch die Mixed-Staffel, da sind dann 2 Damen und 2 Herren am Start. Auch das kommt vor, also 3 von der Sorte haben wir, 3 Staffels. Staffels ist nicht der Plural, ne? Nee.
Und dann gibt es zum Schluss immer noch Massenstartrennen bei den Olympischen Spielen. Das heißt, da dürfen dann nur die besten, ich glaube 60, 50 oder 60 dürfen dann nur mitmachen aus dem Weltcup-Ranking. Und die starten aber alle gleichzeitig. Ein riesen Trubel am Start dann immer, ein riesen Pulk, der sich dann in Bewegung setzt. Und dann gleich bei der ersten Schießeinlage, dann selektiert sich das Feld doch schon sehr dramatisch. Werden wir alles sehen in den nächsten 2 Wochen. Los geht's am 5. Februar, also gleich morgen am Samstag mit der Mixstaffel. Und Sonntag ist Pause und dann geht's Schlag auf Schlag. Montag, Dienstag haben wir die Einzelrennen der Frauen und der Männer. Dann ist wieder Pause. Dann haben wir nächstes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, gibt es die Sprintrennen und die Verfolgungsrennen. Habe ich aus den 6 Tagen erzählt? Quatsch, es ist 1 oder 2 Tage später die Verfolgung, wie ich es zuerst gesagt habe. Mit den 6 Tagen würde ich, glaube ich, verrutscht, ja, vom Einzelrennen. Also Sprint und Verfolgung, das, was das so zusammengehängt, was ich da am Anfang gesagt habe. Tatsächlich alles am selben Wochenende. Dann ist wieder ein Ruhetag. Dann kommen die Staffelrennen in der 2. Woche. Erst die Herren, dann die Damen. Und dann am letzten Wochenende gibt es dann die Massenstartrennen. Zeiten sind sehr, sehr sympathisch für uns, denn die sind immer so um 10 Uhr etwa deutscher Zeit vormittags. Also Biathlon kann man wirklich sehr, sehr gut im Fernsehen gucken, wenn man hier in Deutschland mit am Start ist. Wir schauen mal auf die Chancen der Deutschen. Wir gehen wieder die Weltcup-Ergebnisse durch, die wir bisher haben. Und da muss ich sagen, es ist schon besser gewesen in früheren Jahren, aber immer wieder mal gelingt es dann doch einem Athleten da ein Achtungszeichen zu setzen, ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir haben zum Beispiel Johannes Kühn, der hat mal ein Sprintrennen gewonnen im Dezember in Hochfilzen. Und wir haben Benedikt Doll, der hat in Antholz jetzt gerade vor 2 Wochen den Massenstart gewonnen und 2. Platz belegt in Ruhpolding beim Sprint. Das waren die Podestplätze der deutschen Männer in dieser Saison in den Einzelrennen. Im Staffelrennen sah es besser aus. Da gab es jetzt gerade im Januar in Ruhpolding den 2. Platz und in Antholz den 3. Platz. Staffel natürlich noch mal krasser, weil da wirklich einer, der einen schlechten Tag erwischt, die ganze Staffel mit reinreißt. Also schon auch wirklich spannend, muss man fairerweise sagen. Ich würde trotzdem sagen, die größten Chancen, also Benedikt Doll würde ich nicht unterschätzen, der ist richtig gut in Form. Gerade auch im Massenstart, das kann er richtig gut diese Saison. Und die Staffel bei den Männern würde ich auch mit zu den Favoriten zählen. Wenn es gut läuft an einem guten Tag, geht da was auf jeden Fall. Bei den Frauen wäre Denise Herrmann im allerersten Rennen der Saison in Östersund mal 3. Ansonsten gab es in den Einzelrennen keine Podestplätze und auch in der Staffel wurde da nichts gerissen. In den Mixstaffeln auch nicht. Das ist die Ausgangslage, also sah schon besser aus. Wir gucken mal drauf auf das deutsche Team im Biathlon. Wen haben wir denn am Start? Das ist ja auch immer hier Tradition, wir haben 6 Herren und 5 Damen dabei. Bei den Herren sind es Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Navrat, Roman Rees und David Zobel. Und bei den Damen haben wir Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß sowie die Nachwuchskräfte Vanessa Vogt und Anna Weidel. Die Bundestrainer entscheiden im Biathlon immer sehr kurzfristig, wer welche Strecken läuft. Das muss dann auch unter Umständen durchgetauscht werden mal, weil wir einfach sehr viele verschiedene Rennen haben im Laufe dieser Zeit. Die einen Disziplinen kommen ein bisschen mehr den Laufstarken entgegen, die anderen kommen ein bisschen mehr den Schießstarken entgegen. Das haben wir gerade eben schon angerissen. Also dieser Einzelwettbewerb, wo du bei jedem Fehlschuss eine Minute Strafe kriegst, ist natürlich eher was für die guten Schützen. Während die Sprintrennen, wo nur zweimal geschossen wird, das ist was für die guten Läufer. Da kannst du auch dann wirklich einen Fehlschuss, wenn du entsprechend schon mal Speed gegeben hast auf der Strecke, kannst du auch mal was kompensieren zwischendrin. Wir schauen mit ein bisschen Wehmut auf die Bilanz der letzten Spiele. Da gab es nämlich 3x Gold, 1x Silber und 3x Bronze fürs deutsche Team. Das war fantastisch, die Ausbeute. Und jetzt gucken wir mal aber drauf, wer da die Medaillen gewonnen hat. Das ist Laura Dahlmeier, die hat 3 Medaillen gewonnen, ist nicht mehr dabei. Karriere beendet. Dann Arndt Pfeiffer hat Gold gewonnen im Sprint, ist nicht mehr dabei. Als Aktiver zumindest. Simon Schemp nicht am Start. Und das waren die Medaillen, ja. Also da müssen jetzt einfach neue Helden geboren werden aus deutscher Sicht. Oder was heißt müssen können. Das wird uns natürlich sehr freuen. Wir sind sehr gespannt, ob es da jemandem gelingt, nach vorne zu preschen. Soweit zum Biathlon. Dann machen wir jetzt das Gleiche ohne Waffe. Also Langlauf, ne? Das bedeutet, der klassische Langlauf, Ski an und ab durch den Wald, durch die Loipe. In verschiedensten Disziplinen, es gibt 2 Grunddisziplinen, es gibt den klassischen Stil, das heißt, ich habe die, nicht 2 Disziplinen, es gibt 2 Stile. Klassischer Disziplin heißt, ich habe die beiden Ski parallel beim Laufen und mache diesen Schritt hier. Und dann gibt es Freestyle, das heißt, ich darf diesen Skating-Schritt machen, links, rechts, wie es auch zum Beispiel jetzt die Eisschnellläufer machen oder auch die Rollschritte. Skater und sowas in der Richtung. Das ist da also erlaubt. Da wird getrennt zwischen den beiden Disziplinen und zunächst gibt es als erstes hier bei diesen Spielen an diesem Wochenende den Skiathlon.
Das ist nämlich genau die Mischung aus den beiden Stilen. Da werden 7,5 Kilometer gelaufen im klassischen Stil und dann 7,5 Kilometer im Freistil bei den Damen. Die Männer machen, glaube ich, jeweils 10. Dazwischen wird gewechselt. Das ist eine Wechselzone, wo man nämlich dann andere Skier nimmt für den freien Stil. Das ist ein bisschen wie im Biathlon, wenn die dann eben ihre Sachen umziehen und aufs Rad steigen oder die Schwimmsachen ausziehen und sowas in der Richtung. Gibt es eben diese Wechselzone. Da muss man auch gut durch den Wechsel kommen. Und dann geht man eben auf den zweiten Teil der Strecke, aber in der anderen Disziplin. Das ist was für die Allrounder. Ansonsten gibt es natürlich in jeder Disziplin auch noch Einzelrennen. Es gibt diesmal ein klassisches Einzelrennen, also im klassischen Stil, 10 Kilometer der Frauen und 15 Kilometer der Männer. Das sind die kurzen Langstrecken. Klingt komisch, also eher so die Mittelstrecke. Die wird klassisch gelaufen diesmal. Das wechselt auch immer mal dann. Und die langen Strecken werden dieses Mal im Freistil gelaufen. Das heißt 30 Kilometer bei den Frauen und 50 bei den Männern. Das ist echt brutal. Dazu gibt es noch zwei Sprintwettbewerbe. Das sind kurze Strecken, immer so, was haben die da, so 1,5 Kilometer, glaube ich, sind es. Das geht ratzefatz. Und das sind Ausscheidungsrennen, wo es dann darum geht, sechs Leute gegeneinander und die ersten beiden, die im Ziel sind, sind eine Runde weiter. Und dann gibt es Viertelfinale, Halbfinale, wie man es eben kennt. Da finden die Sprints dieses Jahr im klassischen Stil statt. Am 16. Februar, am Schlusswochenende dann die beiden Langstrecken, das ist auch Tradition, die Herren am 19. 50 Kilometer und die Frauen dann am 20. 30. Während der zweiten Woche gibt es die beiden Langlaufstaffeln, die gibt es nämlich auch hier, Damen und Herren, jeweils 4x5 Kilometer. Und am ersten, nee, das ist am kommenden Wochenende, am Mittelwochenende. Und unter der Woche, die jetzt kommt, haben wir die beiden Mittelstrecken. Und am Dienstag gibt es noch den Freistil-Sprint der Damen und der Herren, was ich eben schon sagte. Wobei ich gerade eben sehe, ich habe da nicht ganz genau aufgepasst, was da stattfindet. Am 16. Februar ist ein Teamsprint. Das heißt, es laufen immer zwei pro Nation zusammen und wechseln sich immer ab, Runde für Runde. So rum. Und die Einzelsprint, wo man alleine läuft für sich mit Viertelfinale, Halbfinale und so weiter, das ist dann am 8. Februar, wer da Sprint gucken möchte. Mag ich sehr gerne, Langlaufsprint, finde ich immer sehr spannend. Beginnzeiten hier sind, ja, okay. Finde ich für deutsche Verhältnisse. Ach nee, super, okay, sogar. Also hier 7:30 Uhr ist das Früheste, was wir haben. Ansonsten viel um 8 oder um 8:30 Uhr geht es los. Das kann man schon ganz gut gucken, würde ich sagen. Aber auch hier fast jeden Tag was los, wie im Biathlon. Sehr viele verschiedene Disziplinen für sehr viele verschiedene ja, Arten von Läufern. Wir gucken mal auf die, nicht Tableaus, doch auf die Tableaus, ja, auf die Podeste, das wollte ich sagen, der Saison. Da sehen wir Friedrich Moch, der hat es in Val di Fiemme wir erinnern uns daran, Ende der Tour de Ski, da ging es ja hoch auf den Berg, da hat er es auf dem dritten Platz geschafft. Berglaufen gibt es aber nicht bei den Olympischen Spielen. Da wird alles quasi mehr oder weniger im Flachen abgehalten. Der Haken beim Langlauf ist der, wir hatten seit der Tour de Ski am 4. Januar keine Weltcups mehr. Denn da waren welche geplant in Frankreich und in Planica in Slowenien. Die wurden beide abgesagt wegen der Pandemie. Es gab auch keinen Ersatz. Das heißt, die Langläufer wissen nicht so genau, wo sie stehen, weil die jetzt einen Monat lang keine Wettkämpfe hatten. Das macht es spannend. Aber trotzdem, aus deutscher Sicht muss man fairerweise sagen, das war halt Friedrich Moch, der einzige Podestplatz, den wir diese Saison zu verzeichnen haben. Sonst gab es nichts. Und die deutschen Langläufer sind in diesem Jahr definitiv nicht unter den Favoriten. Das ist klar. Katharina Hennig hat einen guten Eindruck hinterlassen bei der Tour de Ski. Das kann man sagen, für die Langstrecken ist sie vielleicht noch so eine kleine Hoffnung an einem guten Tag. Aber da würde ich jetzt erstmal keine Erwartungshaltung haben, was den Langlauf anbetrifft. Auch hier, wenn wir auf den Medaillenspiegel gucken von 2018, finden wir keine deutsche Medaille in dem Tableau. Da waren die Norweger ganz klar vorne mit 7-mal Gold, 4-mal Silber, 3-mal Bronze. Und die Norweger sind auch in diesem Jahr eigentlich favorisiert. Aber die haben ja auch gerade jetzt hier die Seuche. Die haben ja auch Corona im Team. Das ist generell das Thema ja in diesem Jahr. Wir haben ja auch in der deutschen Mannschaft gestern Corona-Fälle gehabt, beim Eishockey-Team beispielsweise. Dann also Eiskunstlauf. Die deutsche Eiskunstlaufmannschaft wird im Mannschaftswettbewerb keine Rolle mehr spielen, weil Nolan Segert ja sich ebenfalls infiziert hat und positiv ist. Gute Besserung an dieser Stelle an alle, die es betrifft, auch nicht nur aus dem deutschen Team, sondern generell. Das ist super schade, wenn man so mitkriegt, dass einfach die richtig guten Leute, da haben wir gleich noch zwei, dann jetzt wegen sowas ausfallen. Das tut weh und das kann sich auch täglich irgendwie wieder ändern. Müssen wir mal sehen, was übrig bleibt, ist natürlich andererseits insofern ein kleiner Spannungstreiber auch, zynisch gesagt, weil natürlich gerade wenn der Top-Favorit dann doch ausfällt mit einem positiven Test, plötzlich jemand ganz anderes gewinnen kann, von dem man es gar nicht erwartet hätte. Frage ist trotzdem, ob es eine Spannung ist, die man so möchte. Weiß ich nicht.
Bei den Herren im Langlauf, Johannes Hörsflot-Kläbo, der Dominator dieses Winters bislang, ganz klar der Beste im Gesamtweltcup, führt der Haus hoch vor Bolschunow aus Russland und seinen Landsleuten Valnes, Skolberg, die sind groß dabei. Also die Norweger muss man hier auf der Rechnung haben in jedem Langlaufrennen. Während Kläbo tatsächlich auch alles kann. Also der kann Distanzrennen, der kann Sprint. Das ist schon ein echter Allrounder. Und der wird hier eine ganz große Nummer sein, die es zu besiegen gilt. Ansonsten, neben vielen Norwegern haben wir noch ein paar Russen. Bolschunow habe ich schon genannt. Spitzov, Chavotkin, das sind so Leute. Und mittendrin der Finne Ivo Niskanen. Das ist der mit der Schwester. Wir erinnern uns an die Tour de Ski. Die kommt gleich nochmal. Also das auf jeden Fall ist so die Ausgangslage auch bei den Mannschaftswettbewerben, bei den Teamsprints oder bei der Staffel. Da wird Norwegen vorne sein, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Das ist natürlich dann der Reiz. Bei den Frauen ist das Feld ein kleines bisschen offener. Hier geht es aber eher auch so in Richtung Schweden als Norwegen. Da muss ich sagen, Ebba Andersson, ganz stark in der Saison, Frida Karlsson, Dahlqvist, das sind die starken Schwedinnen, die wir da haben und die auch schon sehr, sehr oft auf dem Podest standen. Allerdings gibt es auch eine Natalia Neprjajeva, die hat jetzt hier bei der Tour de Ski überzeugen können und hat das Ding geholt vor Ebba Andersson und die ist jetzt in der zweiten Saisonhälfte richtig in Fahrt gekommen. Also da würde ich auch sagen, Russland nicht außer Acht lassen. Jessie Diggins aus den USA ist noch eine, die man vielleicht im Blick haben sollte, vor allem für die Sprintentscheidungen. Und dann eben, wie gesagt, an einem guten Tag geht auch vielleicht mal aus Deutschland einer durch. Wäre eine coole Sache. Oder in den Staffelrennen. Vielleicht läuft da ja auch mal was gut fürs deutsche Team. Wäre zu wünschen auf jeden Fall. Wir drücken auch hier die Daumen. Kommen wir zum Skispringen. Und da sind wir gleich beim nächsten prominenten Corona-Fall. Nämlich, wenn wir auf die bisherigen Weltcups gucken. Und zwar bei den Damen. Das sage ich deswegen, weil die jetzt anfangen gleich beim Skispringen. Die haben morgen schon den ersten Wettkampf. Marita Kramer aus Österreich, die hat in dieser Saison 1, 2, 3, 4, 5 Weltcups schon gewinnen können von insgesamt 9, nee, pardon, 6 hat sie gewinnen können von insgesamt 11. Ich habe da unten gerade noch nicht weiter gescrollt. Also die Gesamtweltcup-Führende, auch hier Marita Kramer, Top-Kandidatin auf Medaillen und Corona-positiv. Das lenkt den Blick natürlich auf die nach ihr stehende. Das ist Katharina Althaus aus Deutschland. Und die Gute hat in dieser Saison schon einige Podestplätze gesammelt, hat schon ein Springen gewinnen können in Lillehammer, vor Marita Kramer übrigens. Dann hat sie noch 1, 2, 3, 4 zweite Plätze und 2 dritte Plätze gesammelt. Also ich würde sagen, wenn wir eine Medaillenchance haben am ersten Tag, am Samstag, dann heißt die Katharina Althaus. Nicht verkrampfen, liebe Katharina Althaus, wir drücken kräftig die Daumen. Einfach runter und das wird schon. Ich bin da sehr guter Dinge. Dahinter ist noch zu beachten, dass die Sloweninnen echt stark sind, wenn man sich mal so die Ergebnisse anguckt. Die sind jetzt nicht die herausragenden, was das Siegspringen anbetrifft. Wir haben 2 Siege für Krishna und einen für Klinec, aber trotzdem, dazu kommt noch Bogatay. Das sind 3, die man auch auf der Rechnung haben müsste. Und natürlich die unverwüstliche Sara Takanashi, die im Grunde immer dann da ist, wenn es um eine Großveranstaltung geht, wie früher Carina Vogt. Die würde ich da auch noch mit reinnehmen in die Favoritenrunde. Also Damen springen auf jeden Fall schon gleich das Erste, was wir haben. Am morgigen Tag um 11.45 Uhr deutscher Zeit geht's los. Und Skispringen ist klar, brauche ich gar nicht erklären. Man fährt diese Schanze runter, hüpft ins Tal, landet unten und dann gibt's Haltungsnoten für die Landung und für den Flug. Und vor allem zählt aber auch die Weite. Das ist dann mein Frieden, den ich mit dem Skispringen habe. Die Wertungsrichter sind wieder bei meiner alten Problematik, dass ich das nicht so nachvollziehen kann. Aber die Weite, das kann ich sehen, wie weit da jemand gehüpft ist. So, das ist also der einzige Frauenwettbewerb, den wir haben. Die Frauen werden aber nochmal dann starten beim Mixed-Wettbewerb. Das gibt es auch mit 2 Damen und 2 Herren. Ansonsten liegt der Fokus auf den Männern. Die springen nämlich einmal von der Normalschanze. Da sind auch Mixed-Wettbewerb und Frauenwettbewerb. Und dann gibt es noch die Großschanze. Da machen die Herren dann ein Einzel- und ein Teamspringen. Die Zeiten sind wie folgt. Wir haben an diesem Wochenende von Samstag, Sonntag, Montag haben wir die 3 Springen, Frauen-Einzel, Männer-Einzel und Mixed von der Normalschanze. Und am Mittelwochenende haben wir die beiden Springen von der Großschanze. Die Herren im Einzel und in der Mannschaft. Fertig. Und dann ist es auch rum mit dem Skispringen. Da gibt es nur 5 Entscheidungen, aber das ist auch dann gut. Mehr Schanden gibt es auch nicht. Dann sind wir durch. Wie sieht es denn bei den Männern aus? Gucken wir auch mal kurz drauf. Und zwar gibt es da zu berichten, dass wir erfreulich den guten Karl Geiger im Team haben, der in dieser Saison bereits 4 Weltcups gewinnen konnte und der auch in der Gesamtwertung jetzt wieder vorne liegt. Das ist auf jeden Fall einer. Ich muss fairerweise sagen, im Training im ersten kam er noch nicht so zurecht mit der Schanze, aber das kriegt er noch hin, glaube ich. Bin ich mal optimistisch. Ansonsten 4 Siege hatte und dann ansonsten gab es auch noch 1, 2, 3, 4, 5 zweite Plätze
und noch einen dritten Platz. Also das war schon sehr, sehr erfolgreich. Wir wollen Markus Eisenbichler aber nicht vergessen. Der hat zwar noch keinen Springen gewonnen in der Saison, stand aber auch schon 5-mal auf dem Podest. Der ist auch immer für eine Überraschung gut, würde ich sagen. Vielleicht ist es ja dann seine Chance an dieser Stelle. Ansonsten, das deutsche Team im Skispringen besteht aus den beiden eben genannten, und zwar Eisenbichler und Geiger. Dazu kommen Stefan Laie, Pius Paschke und Konstantin Schmid. Wie die eingesetzt werden, es dürfen immer 4 starten pro Wettbewerb. Wer jetzt auf welcher Schanze startet und vor allem wer in der Mannschaft dran ist, das sind es dann 4. Das entscheiden die Bundestrainer dann auch hier kurzfristig. Bei den Damen übrigens am Start außer Katharina Althaus noch Selina Freitag, Pauline Hessler und Juliane Seifert. Auch alle denen drücken wir natürlich die Daumen. Vielleicht schafft ja jemand doch hier den großen Sprung im wahrsten Sinne des Wortes, den man jetzt eben noch nicht auf der Rechnung hat. Der Blick nach 2018 heißt jedenfalls ganz Gutes. Da gab es 4 Medaillen fürs deutsche Team. Damals vor allem durch Andreas Wellinger, der jetzt aber dieses Jahr nicht dabei ist. Aber auch im Team, und Katharina Althaus war damals auch schon erfolgreich. Die sind wieder dabei. Da sind wir hoffnungsfroh, dass es wieder glückt, in diesem Jahr was zu holen. So, und jetzt nehmen wir noch den Langlauf und den Skisprung und packen es zusammen, und es ergibt sich die letzte Disziplin, die noch fehlt, die nordische Kombination. Grundkonzept ist das, es wird von der Skisprungschanze runtergehüpft, jeder einmal, dann werden die Weiten gemessen und umgerechnet in Zeitabstände. Der am weitesten springt, der liegt vorne im Klassement, und die anderen bekommen dann entsprechend des Rückstandes, den sie haben auf den Führenden aus dem Springen, sozusagen Strafsekunden aufgebrummt. Und dann findet ein Langlaufrennen statt, in dem dann der Sprungbeste startet und dann alle anderen jeweils versetzt nach den Abständen, die sie aus dem Springen mitgebracht haben. Also der schlechteste Springer ist dann eben ganz am Schluss erst dran. Jo, und da geht es dann eben darum, dass man versuchen muss, auch hier beides so ein bisschen zu können. Natürlich ist der beste Springer nicht unbedingt auch der beste Langläufer. Das heißt, da gab es schon Dramen, wo dann einer wirklich vom Start weg gelaufen ist und dann unterwegs völlig verhungert ist und alle haben ihn überholt. Manchmal schließen sich Gruppen zusammen, die ähnlich weit gesprungen sind, finden sich dann sehr schnell zum Laufen, weil es natürlich besser ist, in der Gruppe zu laufen. Und am Schluss auch hier dann teilweise fulminante Finals oder Finaleinläufe, die es dann eben gibt. Aus deutscher Sicht ist auch eine Dominanz zu erkennen in diesem Winter. Leider nur die Männer am Start. Die Frauen sind in der deutschen Kombination noch nicht olympisch. Die sind zwar im Weltcup olympisch, aber eben nicht in der Kombi. Und bei den Männern gibt es auch einen Dominator, der Jarl Magnus Rieber heißt. Und der hat die ersten von den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Weltcups, 6, nee, von den ersten 8 Weltcups hat er 6 gewonnen. 7 hat er sogar gewonnen, das war's. Und jetzt gerade in Seefeld auch noch einmal. Der ist richtig in Topform, aber Corona-positiv. Hat sich auf Instagram schon verabschiedet von dem ersten Wettbewerb. Hat gesagt, Leute, viel Spaß beim Gold unter euch ausmachen. Er wäre hier mit Sicherheit bei den Favoriten gewesen. So fällt der Blick auf einen anderen, nämlich auf Johannes Lamparter aus Österreich. Der hat nach Rieber zugeschlagen und hat dreimal gewonnen und war dreimal Zweiter in den letzten 7 Wettbewerben und einmal Dritter. Also 7-mal in Folge auf dem Treppchen, der Gute. Das ist Form, rechtzeitig zu den Olympischen Spielen. Also es war jetzt alles Wettbewerbe im Januar. Der kam zurück aus der Weihnachtspause und hat dann auch die Gesamtweltcup-Führung übernommen. Starker Typ. Und mit Sicherheit hier ganz vorne auch anzusehen. Aber die Deutschen müssen sich nicht verstecken. Wir haben Terenz Weber, der hat gewonnen schon in Ruka. Wir haben Vinzenz Geiger, der hat gewonnen in Val di Fiemme und in Seefeld. Dazu gibt es von Vinzenz Geiger 4 zweite Plätze. Fabian Riesle ist schon Zweiter geworden. Erik Frenzel ist schon Zweiter geworden. Ansonsten haben wir auch aus der Kombinierersicht noch weitere Podestplätze gehabt. Johannes Rützek auf dem Podest, Julian Schmid auf dem Podest, Manuel Feist war auf dem Podest. So, und jetzt bist du Bundestrainer und musst aber dich entscheiden, wen du mitnimmst. Und du weißt, das ist eigentlich eine ganz gute Bande, da könnte ich jetzt jeden bringen, theoretisch, aber darf ich nicht. Ich muss mich ja beschränken, weil in nordischen Kombinationen dürfen nur 5 pro Land nominiert werden. Die Entscheidung fiel auf Frenzel, Geiger, Rützek, Schmidt und Weber. Die sind also dabei und die sollen es jetzt dann eben richten. Es gibt 3 Wettkämpfe in der nordischen Kombination. Insgesamt, wir haben einmal das Springen von der Normalschanze mit 10 Kilometer Langlauf hinten dran. Wir haben einmal das Springen von der Großschanze mit 10 Kilometer Langlauf hinten dran. Da ist natürlich der Unterschied, dass man von der Großschanze einen größeren Vorsprung rausholen kann. Das ist also für die Springer, für die guten Springer ein Vorteil ist. Und dann gibt es noch die Staffel, die Mannschaftsstaffel mit 4x5 Kilometer Laufen und eben vorher jeweils alle einmal springen, auch von der Großschanze. Die Termine hier liegen am 9. Februar für das Einzel von der Normalschanze. 15. Februar Einzel Großschanze und 17. Februar Team Großschanze. Und die Zeiten sind auch hier wieder sehr angenehm für die deutschen Zuschauer. Um 9 Uhr finden jeweils die Springen statt und um 12 Uhr die Langläufe. Das ist bei allen diesen Wettbewerben gleich. Hatte ich beim Skispringen die Zeit gesagt? Nee, habe ich nicht. Das ist immer um 12 Uhr mittags. Also Skispringen auch perfekte
gehende Zeit für das deutsche Publikum, genau wie beim Biathlon eben auch. Wenn es meine Eltern freuen, die müssen nachts nicht so viel aufstehen. Nochmal Grüße an dieser Stelle. Kann man ja nie genug grüßen. Gut, also nordische Kombination haben wir damit unsere Favoriten benannt. Lamparter an erster Stelle und die Deutschen natürlich auf jeden Fall auch. Auch im Team, der Teamwertung natürlich die Norweger eigentlich der Topfavorit, aber die Deutschen werden da mit Sicherheit eine gute Rolle spielen können, wenn sie eben nicht dahin gerafft werden. Ich kenne noch nicht den aktuellen Corona-Stand vom Tage. Japan kann man noch vielleicht mit reinnehmen in die Teamwertung. Die haben jetzt dieses Jahr nicht den überragenden Einzelkönner, aber die haben dieses Jahr eine ganz gute Truppe zusammen. Das kann man, glaube ich, vielleicht so sagen. Da sind sie noch ganz gut mit dabei. Und die Österreicher sind auch mit auf der Rechnung jedenfalls. Der Blick auf die letzten Spiele in Pyeongchang, der ist natürlich sehr, sehr golden, denn da haben die Deutschen alle drei Wettbewerbe gewinnen können. Dazu gab es noch einmal Silber, einmal Bronze. Johannes Rützek, Erik Frenzel, Fabian Riesle und Vinzenz Geiger waren die, die damals für die Medaillen gesorgt haben. Und wenn wir auf das Olympiateam gucken, auf das aktuelle, dann stellen wir fest, bis auf Fabian Riesle sind die anderen drei auch wieder mit dabei. Rützek, Geiger und Frenzel. Also das lässt doch hoffen. Und vielleicht sind ja auch eben dann die beiden anderen, Julian Schmidt und Herrn Weber, für eine Überraschung gut. Wie ich ja schon erwähnt habe, sind die auch schon auf dem Podest gestanden, sind sie gestanden, glaube ich. Also auch da würde ich die Hoffnung nicht aufgeben, da könnte was gehen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich schulde euch noch die Favoriten im Skisprung, die hatte ich, glaube ich, noch nicht genannt. Da ist natürlich außer den Deutschen Ryoyo Kobayashi vorne mitzunennen. Aber auch die Norweger, wenn sie denn dabei sind, mit Lindvik und Granerud, die muss man immer auf der Rechnung haben. Und natürlich auch hier die Slowenen, die auch im Team ganz vorne sind, weil die haben, im Mixed-Team wohlgemerkt, denn die haben natürlich gute Männer, die haben gute Frauen, das könnte in der Mischung was werden. Aber wir hoffen auch hier auf deutsche Erfolge auf jeden Fall. Gut, da haben wir, glaube ich, jetzt alles durch. Das waren die 15 Sportarten in 4 mal einer knappen halben Stunde. Ich bedanke mich bei allen, die durchgehalten haben bis hierhin. Jetzt ist es nicht mehr lang bis zur Eröffnungsfeier. Das Video hier geht so um 12 Uhr online. Das heißt, um eine Stunde geht es dann los. Wer Spaß bekommen hat an dem, was ich hier so tue, der ist herzlich eingeladen, öfters mal reinzuschauen. Ich werde jetzt während der Olympischen Spiele den Rhythmus ein bisschen ändern. Da kommt mein Video immer schon am Abend, so zwischen 18 und 19 Uhr hoch, mit dem Rückblick auf den Olympiatag, der dann schon rum ist. Und mit der Vorschau auf die nächste Olympianacht und dazu alles weitere Wichtige vom Sport. Das Ganze nennt sich The Frühsport. Das ist dieser Kanal, auf dem ihr hier gelandet seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da bleibt. Gerne den Kanal abonnieren. Gerne mir ein Däumchen nach oben geben, wenn ihr sagen wollt, hey, das fand ich gar nicht mal so schlecht, was der nette ältere Herr da macht. Und in die Kommentare alles reinschreiben, was ihr habt. Fragen, Anmerkungen, Wünsche. Da bin ich immer für zu haben, auf jeden Fall. Gut. Dann sehen wir uns, wenn ihr, also ihr seht mich, wenn ihr Lust habt, heute Abend schon wieder, gegen 18.30 Uhr dann und jeden Abend dann auch. Und ich sehe euch vielleicht hier irgendwann auch mal, wer weiß. Und vor allem sehen wir Olympia dann gleich. Viel Spaß bei der Eröffnungsfeier und viel Spaß in den nächsten 16 Tagen mit ganz viel Wintersport aus Beijing.